Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 6 mit Arezu. Ich bin Arezu und gerade ein klein bisschen am Verzweifeln, weil ich den Weg aus diesem Abenteuer nicht rausfinde. Aber das wird sich sicher noch klären lassen. Wie ihr unten rechts sehen könnt, ist meine Rüstung vollkommen zerstört. Ja, nicht vollkommen, aber fast vollkommen zerstört. Aber wenigstens meine Schwerter noch nicht. Immer das Positive sehen. Was kriegen wir denn raus, wenn wir so eine Tür kaputt machen? Geh kaputt. Okay, die halten offenbar eine Menge aus. Gut, du bist tot. Ich bin jetzt nicht mehr in Eile, deswegen töte ich die jetzt. So. Dann habe ich wenigstens weniger Stress. Dann schauen wir uns um. Wo geht's lang? Ah, da ist eine Tür. Bleibt stehen. Danke sehr. So. Hier kann man hochgehen. Okay. Hochgehen ist immer schön. Oh, eine Truhe. Truhen sind auch schön. Zeugs ist auch schön. Ach ja, ich kann mir mal schnell die Rezepte hier nehmen. Also das eine ist Statue 1, Steinstatue 1 und das andere ist der Eimer. Eine dekorative Statue und ein kleiner Eimer. Wo könnte ich denn lang, wo es mich nicht nur nicht tötet, sondern wo ich auch noch den Ausgang finde? Wahrscheinlich da, wo noch Truhen übrig sind. Da habe ich nämlich offensichtlich nicht alles Aua gut durchsucht. So. Tja, ich denke, die Lösung liegt mir zu Füßen. Au! Was zum... Ah, okay. Wow. Oh, wow! Was zum... Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, oder? Aua. Nee, das ist einfach nur ein Wolf, oder? Ganz normaler Wolf. Hallo. Au! Streichen wir das mit dem ganz normalen Wolf. Okay. Ich will auf jeden Fall mein Zeug zurückhaben. Oh Gott. Damit sind wir schon bei zwei Gegnern in diesem Abenteuer, die mich one-hitten können. Der eine ist offenbar zufällig ausgelost, wenn man dorthin kommt. Denn als ich das erste Mal und das zweite und das dritte Mal gegen ihn angetreten bin, war das ein zwei Schwertträger und beim letzten Mal hat er eine riesige Keule gehabt. Und mit der riesigen Keule konnte er mich besiegen. Mit einem Schlag. Der andere konnte mich auch besiegen. Allerdings brauchte er mehr als einen Schlag. So. Steinchen sind immer gut. Wenn man eine überstürzte Flucht plant. Gut. Lenken im Fall, das ist hilfreich. So, wo ist der Wolf? Ist er gar nicht mehr da? Aua. Okay, das verwirrt mich. Skysaga Alpha 6 hat mich nun offiziell verwirrt. Tja, hier sind nicht die Truhen, die ich erhofft hatte. Vielleicht sind sie ja hier. Wenn man einfach mal ein bisschen zur Seite guckt. Nee, sieht nicht gut aus. Okay, dann gehen wir jetzt einfach wieder nach oben, ne? Wie weit hoch muss ich? Nicht weit. So.
Top. 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 Ist das hier vielleicht der Ort, an dem die Kisten sind? Nein. Auch nicht. Top. Top. So wirklich. Die bauen hier tatsächlich auf dem größten Loch, das sie finden konnten, wahrscheinlich. Die Insel. Nicht die Insel, die Burg. Warum macht man sowas? Eigentlich nur, wenn auf dem Grund der Höhle irgendwas wunderbar Mystisches ist. Wie zum Beispiel ein Portal. Ist in diesem Falle aber offenbar nicht so. Oh, eine Truhe. Ja, vielleicht hätte ich mich auch einfach umgucken sollen, bevor ich runtergesprungen bin, ne? Da ist die andere. Okay. Hier bin ich reingekommen. Also, nicht dieses Mal, aber schon mal. Hoppala. So. Theoretisch habe ich ein zweites Schwerter-Stil, dadurch, dass mein rechtes Schwert aber mehr Schaden macht, benutze ich den gerade kaum. Und hier wäre der Ausgang. Hier geht's hoch. Hier ist... hier sind verschiedene Naves. Nave klingt für mich nach Knappe. Und das sieht aus, als wäre das der Ort, an dem ich vorhin gestorben bin. Da liegt auf jeden Fall noch Zeugs. Ich hole mir mal das Zeugs. Ja, da ist er, der Tyrann. Tschüss. Ich hoffe, dass es jetzt nicht hier tatsächlich so ist, dass man den besiegen muss, bevor sich hinter ihm das große Portal öffnet. Mal ganz davon abgesehen, dass ich darauf in den nächsten Folgen nicht kommen würde, weil ich die ganze Zeit versuchen würde, das Portal zu finden. Wäre das auch äußerst stressig jedes Mal. Weil die wirklich verdammt stark sind. Oh, Zeugs. Ich mag Zeugs. Hier könnte eine Truhe sein, laut Karte. Ah, hier oben wahrscheinlich. Aber ein Laut. Was auch immer ein Laut ist. Aua. Man könnte sagen, Radiant Worlds hat in Alpha 6 ziemlich viele Lauts von sich gegeben. Oh, da ist die Truhe. Yay, das hat sich gelohnt. Au! Dafür bekommst du Sturmarrest. Ich muss ein klein bisschen auf mein Leben achten. Da oben hat was gefunkelt. Offenbar ist da noch eine Truhe übrig. Nee, doch nicht. Das ist nur das Licht. Tja. Ich könnte jetzt so wirklich einen Weg nach draußen gebrauchen. Hier ist er nicht. Da oben vielleicht. Hoppala. Jetzt ist die Frage, wie kommt man nach da oben? Und die Antwort ist ganz klar, schummeln. So. Autsch! Verdammt. So, neuer Versuch. So. Klappt doch wunderbar. So, jetzt sind wir oben. Aber ich sehe kein Portal.
Oh! Vielleicht da drin? Aber das sieht eigentlich auch nicht so aus, als wäre da das Portal. Eventuell muss ich tatsächlich den Boss besiegen, aber ich will nicht wieder da rein. Aua. Okay, kann ich mir ein Feuer herstellen? Ja. So, so und so. Ja. Oh, da ist doch noch eine Truhe. Okay. Oh, und noch ein Treasure Amber. Sehr schön. Autsch. Gehen wir hier einfach rein. So. Irgendwo hier wird schon ein Eingang sein. Gut, dann ist er vielleicht hier. Nein, auch nicht. Dann vielleicht dort. Ah, tatsächlich. Ich habe mich geirrt. Okay, kein Problem. Was ist das? Achso, das ist der Käfer. So. Was zum... Gut. Wie ihr wollt. Dann nicht so. Ich verstehe den Wink. So. Und... Ah ja, das hier ist definitiv der Raum, in dem ich gekämpft habe. Und es sieht ja auch definitiv nach einem Portalraum aus. Es ist bloß kein Portal drin. Zumindest bisher. Ich hoffe echt, dass es nicht so ist. Das wäre so stressig. Andererseits wäre das auch endlich mal eine Lösung für das Boss-Umgeh-Problem. Also auch wenn ich sage, dass ich hoffe, dass es nicht so ist, hoffe ich irgendwie, dass das so ist. Hopp, 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 hopp. Mal nach oben gucken, damit ich mich mir nicht den Kopf stoße und wieder runterfalle. Top, 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 top. Ah, Eingang. Yep, okay. So, dann bauen wir uns mal einen Balkon. Und so. Nur zur Sicherheit, damit ich nicht runterfalle, wenn ich hier angekommen bin. Da geht's runter. Ist das vielleicht ein Geheimgang? Ein Geheimgang zum Portal? Okay, ich benutze erstmal das Campfire. Okay, und jetzt... Nee, wenn ich da runtergehen würde... Okay, ich versuche erstmal den Boss zu besiegen. Wo ist er? Da ist er. Okay. Die Tücke ist, ich darf kein einziges Mal getroffen werden. Oh Gott. Wo bin ich? Ah. Und er hat sehr viele Treffer, die er... einstecken könnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, meine Ausdauer geht zu Ende. Dann ziehen wir uns zurück. Ich hoffe... Moment, ich hoffe, dass ich dadurch jetzt noch ein bisschen schneller bin.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. So. Und Angriff, Angriff, Angriff. Ah, aber er heilt sich offenbar nicht direkt, sondern erst über Zeit. Das heißt, mit Hilfe des Lagerfeuers bleiben selbst solche Leute besiegbar. Los, kämpfe! Und up. Wieder ein bisschen ausruhen. So. Dass der Boden hier Löcher kriegt mit der Zeit, wenn ich daneben haue, ist nicht sonderlich hilfreich. Jedenfalls nicht, wenn er nicht auch durchfallen kann. Autsch. Gut, kein Problem. Nicht zu früh, Freund. Wir sind viele. Au. Sehr viele. So, stirb bitte endlich. Autsch. So, kein Problem. Den krieg ich down. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Und hopp. Bei dem möchte ich von Dead by Happiness nochmal hören, dass Kreisager-Kämpfe ja so einfach sind, weil man eh nur einmal anhopsen muss und dann ist alles in Ordnung. Oder nicht, nee, einmal anhopsen hat er gar nicht gesagt, sondern weil man nur anhopsen muss immer wieder und dann ist alles in Ordnung. Autsch. Aber der springt ja nicht mal entsprechend zurück. Der hat ja kaum Rückstoß, da fällt mir ein. Nee, der Tritt bringt auch nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Autsch. Wenn der denn wenigstens mal down gehen würde. Oder wenn die einzelnen Schläge wenigstens ein klein bisschen sichtbar wären am Lebensbalken. Insgesamt kriege ich natürlich mit, dass er langsam runtergeht, aber... Ich nehme stark an, dass die Kämpfe auch ein bisschen besser sind dann, wenn man eine bessere Waffe hat als das grobe Schwert hier. Oh Gott. Und... Autsch. Und der Ersatzmann ist da. Wo ist er hin? Ist der despawned? Ach, da ist er ja. Stirb! Bitte! Los, stirb doch!
Kein Problem. Okay, ein Emblem der Nobility, was auch immer Nobility genau ist. Graysteel Woods Master Breastplate. Gut, das haben wir jetzt von ihm gerade bekommen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt noch irgendwo was ist. So. Das hat geklappt, aber ein Portal hat sich nicht aufgemacht. Tja, die Hoffnung ist damit auch zunichte. Das heißt, wir haben einfach nur einen Gegner besiegt. Ich meine, klar, ein Gegner, der ein Emblem der Nobility bei hatte und ein paar Greedstone-Fragmente, aber insgesamt hätte ich mich doch über ein Portal mehr gefreut. So, fließ ab, Wasser, fließ ab! Das will nicht auf mich hören. Nee, hier ist ja auch schon ein Loch drin irgendwo. Das heißt, das war's nicht. Ist das Portal vielleicht oben irgendwo? Nee. Vielleicht unter diesem Raum? Was schimmert denn da? Irgendwas hat hier geschimmert. Da wieder. Achso, Reflexion, weil oben eine lila Fackel ist wahrscheinlich. Moment. Ja, die Kerzen haben reflektiert, wie es aussieht. Ich tauche hinterher. Gut, gehen wir auf Nummer sicher, um zu gucken, ob wir hier auch nichts übersehen. Moment. So. Hoppala. Ich sehe nichts. Ah, okay. Ups. Ups. Was zum... Jetzt geht's wieder. Nee, unter den... Hoppala. Unter diesem Raum ist offenbar auch nichts. Verdammt, ich brauche ein Portal hier. Raus. Ich will raus. Wo geht's hier lang? Auch nirgends raus, ne? Gut. Dann probieren wir mal dieses Erdloch aus, das ich gesehen hatte. Ich meine, die Karte heißt Darkwood Stronghold. Eigentlich sollte das Tor dann auch in der Festung sein, meiner Meinung nach. So. Ah, Moment. Dort ist ein Eingang zum Höhlensystem. Laut Karte. Top. Und Höhlen. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Da haben wir Keystones. Nee, wenn man Keystones findet, dann ist man eigentlich nicht auf dem Weg zur Höhle. Zum Portal. Aber wir nehmen sie trotzdem mal mit, damit wir uns bei Bedarf ein neues Abenteuer craften können. So, ganz toll. Was machen wir nun? Wo wollen wir wieder raus? So. Yay, hier gibt es auch ein paar Dschungel-Keystone-Fragmente. Hier gibt es Wölfe, aber vielleicht geht es ja auch tatsächlich irgendwo hin. Nee. Entschuldigung.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Festung den Ausgang gibt. Irgendwo da. Aber wo genau? Aber ach, du bist's. Okay. Ja, Entschuldigung wegen des Steigens gerade, aber ich weiß echt nicht, was ich groß sagen soll. Ich bin einfach nur verzweifelt. Aua. Hallo. Au. Nein, nein, nein. Sag mir bitte, dass ich mich eben verguckt habe. Ist der schon respawned? Wie komme ich hier raus, bitte? Tatsächlich. Da ist er schon wieder. So. Wir machen uns auf den Weg zur Leiche. Das heißt hier lang. Autsch. Autsch. Da haben wir eben gesehen, wie die Betäubung eintöten kann. Gut, es war natürlich nicht die Betäubung, sondern derjenige, der danach nochmal zugeschlagen hat. Aber die Betäubung hat dafür gesorgt, dass der wieder zuschlagen konnte. Na klasse, lasst mich hier raus! Gut, wir brauchen mal Licht. Na los. Danke sehr. Hoppala. Und immer weiter hoch, dann komme ich schon irgendwann wieder raus. Na, was ist... Oh Gott! Ja. Okay. Meinetwegen. Ah, hier bin ich. Über der Todesgrube. Also bei der Todesgrube. Jetzt natürlich auch über, aber eben nur bei. So, Entschuldigung. Warum entschuldige ich mich eigentlich? Du hast mich getötet. So. Na, bleibst du. Danke. So, tja. Wo könnten die hier noch ein Portal versteckt haben? Ich sehe wirklich keine großen Möglichkeiten mehr. Und hopp. So, jetzt bin ich auf dem Turm. Gut, verschaffen wir uns einen Überblick. Das hier ist die Burg. Weit so gut. Das da hinten ist auch noch die Burg. Das dort ist nicht mehr die Burg. Dort ist auch nochmal Burg. Verdammt! In alle Richtungen, in fast alle Richtungen, in die man blicken kann, ist Burg. Was ist denn dort hinten? Ist da vielleicht irgendwo außerhalb der Burg noch was, wo ein Portal versteckt sein könnte?
Aber ne, aber sah nicht so aus. Jetzt schreit nicht rum. Aua. Hallo. Nein, das war kein versteckter Hinweis aufs Portal. Ah, das ist der Boss, der da war vor dem Tyrannen. Auch schön, den mal wieder zu sehen. Ernsthaft, wo ist das Portal? Was finde ich denn, wenn ich da lang gehe? Hoppala. Ganz ruhig. Ich will euch nichts tun. Ich will hier nur raus. Dort haben wir Wasser. Noch mehr Wasser. Oh, ein Bär. Und ich glaube, hier ist der Eingang zur Karte. Oder? Hm. Nee, das wirkte nur gerade so auf der Minimap, als wäre hier irgendwo was. Dort ist das Dorf. Ist vielleicht doch... Was ist denn das? Achso, gelbe Keystones. Okay, die lassen wir erstmal hier. Dort sind Welpen. Noch mehr Welpen. Entschuldigung. Nein, da ist auch kein weiterer Weg. Man kommt zum Portal immer ohne irgendwas zu zerhacken. Also wenn es nicht gerade falsch gesetzt wurde. Deswegen kann es hier nicht sein. Da müsste ich mich nämlich durch die Wände hacken. Deswegen ist es eigentlich in solchen... Dings lassen. Hoppala. Bogen. Das war der. Oh, hier liegt noch Zeugs. Oh, keine Free Slots. Was machen wir dann? Können wir irgendwas dismanteln? Nicht wirklich, ne? Okay, die Schuhe ohne irgendwelche Boni können wir wegpacken. Nehmen wir das mit. Und das ziehen wir an, dann nehmen wir auch das damit. Oh Gott, ich habe schon wieder überzogen. Okay, dann beende ich hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lebt wohl, kommt wieder und hinterlasst Kommentare. Adios.